Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr es verhindern könnt, dass sich Schimmel auf eurer Marmelade bildet. Wenn ihr eure Marmelade selbst herstellen möchtet, habt ihr bei der Herstellung schon einiges zu beachten, damit sich kein Schimmel auf der Marmelade bilden kann. Achtet als erstes gleich mal darauf, dass eure Früchte sauber und nicht faul oder bereits schimmelig sind. Am besten solltet ihr Obst verwenden, was ihr direkt frisch vom Baum gepflückt habt. Die Einweggläser sollten richtig sauber sein. Bevor ihr sie verwendet, wascht sie noch einmal gründlich mit heißem Wasser durch. Nach der Befüllung solltet ihr die Gläser dann unbedingt sofort verschließen und diese dann auf den Kopf stellen, somit dass im Glas dann ein Vakuum entstehen kann. Wenn ihr dann die Gläser wieder öffnet, um diese zu essen, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr zur Entnahme immer einen sauberen Löffel benutzt. Achtet darauf, dass ihr nicht mit dem Messer hineingeht, an welchem sich noch Brotkrümel, Käse oder sogar Butter befindet. Nach dem Verzehr solltet ihr das Marmeladeglas sofort wieder gut verschließen und natürlich sofort in den Kühlschrank stellen. So könnt ihr davon ausgehen, dass eure Marmelade recht lange schimmelfrei bleibt. Und vor allem lasst euch nicht von dem Mindesthaltbarkeitsdatum, welches auf dem Glas steht, in Irre leiten. Wenn die Marmelade nicht schimmelig ist, könnt ihr diese noch sehr lange essen. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, wie man Marmelade vor Schimmel schützen kann, dann schreibt mir dies einfach unten in den Kommentaren. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Am besten aktiviert ihr dazu noch die Glocke. Bis bald!